Paul geht an einem Krankenhaus vorbei und sieht, dass da eine Stelle offen sei. Eine Hilfskraft, sie hier suchen, diesen Posten wird er buchen. Der Professor sieht ihn an und dann kommen ihm Bedenken, ob der Paul der rechte Mann für den Job. Allein ihn lenken andere Gedanken ab und er ihm den Posten gab. Im Eifer des Gefechts sieht der Paul nicht links, nicht rechts. Und so landet der Herr Krüll um ein Haar doch auf dem Müll. Herr Professor Siebenrindern kann das eben noch verhindern. Krüll liegt schließlich erster Klasse und füllt Siebenrinderns Kasse. Paul, nicht sehr bewegt darob, findet zwischen all dem Spittel einen gebrauchten Ärztekittel und ein altes Stethoskop. Und er zieht den Kittel an und er stellt sich vor, er wäre ein gemachter Mann. Wäre er Herr Doktor. Da hört die holde Fee Dr. Pink in den OP. Und das macht ihn richtig froh. Leider sieht's der Chef nicht so. In dem Warteraum Herr Reger glaubt, das Paulchen sei ein Pfleger und er winkt mit Pein im Blicke. Schwapp, Herr Krüll hat eine Perücke. Paul befreit mit einiger Wucht Regern von der Tropenfrucht. Der Erfolg den Herrn enthemmt, der den Finger sich geklemmt an dem Henkel von einem Eimer. Übrigens, der Mann heißt Reimer. Froh, dass er ihm helfen kann, nimmt sich Paul Herrn Reimers an. Sieht man Paulchen sausen. Der Professor kommt vom Jausen und er sieht, ihm bleibt das Herz stehen, Paul in den OP mit einer Säge gehen. Gleich drauf, aus der Werkzeugkammer, holt er Bohrer sich und Hammer. Wieder rein in den OP. Siebenrinder denkt, oh weh. Aber friedlich ruht Herr Klose und noch tief in der Narkose. Nicht sein Bein ward malträtiert, nur das Tischbein repariert. Hier naht Schwester Anna Hilde sich mit einem Röntgenbilde, dass er bei dem Fräulein Schärfe einen Blick ins Innere werfe, weil der Magen übersäuert, wie sie Jahre schon beteuert. Wenn das rote Lichtchen brennt, bitte draußen bleiben. Obwohl das hier jeder kennt, tat man's doch hinschreiben. Paul, der Staub hier gerade wischt, sieht natürlich wieder nichts. Und schon greifen seine Pfoten nach dem Knauf, der doch verboten wurde, einfach rumzudrehen, wenn das rote Licht wir sehen. Drinnen in der Dunkelkammer wird es helle. Welch ein Jammer. Und das Fräulein Schärf verblasst. Siebenrindern es nicht fasst.
Mit dem Kerl ist es ein Graus. Jetzt steht's fest, ich schmeiß ihn raus. Paul, der völlig Ahnungslose, kommt hier mit der großen Dose Multiglanz der Firma Dachsen, um den Boden einzuwachsen. Denn so ist's ja weit und breit. Glanz steht stets für Sauberkeit. Und da kommt Herr Siebenrinder. Na, das gibt was. Kinder, Kinder. Paulchen konnte nicht verstehen, dass auf ihn man's abgesehen. Als er endlich es kapiert, da das Unheil schon passiert. Chefchirurg und Hilfsarbeiter mit gebrochenem Bein jagen sich im Rollstuhl weiter bis nach Bad Gastein.